Guten Tag zusammen. Ich möchte Ihnen gerne Tanja vorstellen. Tanja ist 25 Jahre alt, hat gerade ihr Studium beendet und eine Anstellung in einem Architekturbüro gefunden. Sie hat gerade ihre erste eigene Wohnung bezogen, mitten in der Altstadt, und pendelt alle 2 Wochen zu ihrem Freund nach Hamburg. Tanja hat beschlossen, Kundin von uns zu werden. Sie hat sich von ihren Freunden beraten lassen, im Internet recherchiert und alle sind sich einig darin, dass sie bei uns am besten aufgehoben ist. Über 30% aller Berufseinsteiger haben sich bereits für uns entschieden. Es ist ein wahrer Trend geworden. Sie fragen sich, wann das soweit ist. Tanjas Geschichte spielt in 3 Jahren. Damit dieses Ziel erreicht wird, hat unser Vorstand die Neukundenoffensive ins Leben gerufen. Und die würde ich Ihnen gerne ans Herz legen. Dafür nehmen wir uns die nächsten 20 Minuten und im Anschluss würde ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. So darf eine Präsentation gerne anfangen, oder? Super faul! Tut mir leid, guter Herr, aber ich habe kein Foul gesehen. Was? Blind bist du auch noch, oder was? Du blinde Sau! Nummer 22, ich verwarne Sie. Gelb! Für was, Siri? Für was? Du bist tot, Mann! Du bist ein toter Mann! Nummer 22, rot, wegen grober Unsportlichkeit. Rot! Für was denn, hä? Für was? Du bist tot, Mann! Ich bin nicht tot! Du. Ich hab dir recht, ey. Puh. Ja, ja, ey. Schieben recht. Ja. Schieben recht, die scheiß Siri. Ja, das ist scheiße pfeift, ey. Kentaro! Du wirst mich niemals besiegen! Da kannst du dein ganzes Leben lang spielen! Entschuldigung. Können Sie mir vielleicht helfen? Der Drucker zeigt irgendwie an Papierstau und... Ich habe mich noch nie für das Ding interessiert. Ich kann leider nicht. Chef will irgendwas von mir. Aber das packst du schon. Weiß. Como puedo decir eso? Jamás en mi vida había visto o leído una situación similar y soy profesor de filosofía. Sé que parece que estamos en un callejón sin salida, pero ojo, porque fue Bert Brecht quien dijo que las revoluciones generalmente se producen en los callejones sin salida. Estamos jugando con fuego.